Was geht ab, Leute? Hier ist Tecmo und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der neuesten iOS und auch iPadOS Version die Klangqualität eurer AirPods und Beats Kopfhörer drastisch verbessern könnt. Wie funktioniert das genau? Nun, Apple hat mit der neuesten Softwareversion eine Funktion implementiert, anhand der ihr den DSP, also den Sound Controller, in den Apple-eigenen Geräten, darunter zählen eben auch die Beats Kopfhörer, so einstellen könnt, sodass die Klangqualität um einiges verbessert wird. Ich zeige euch nun in diesem Video, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze mit normalen Bluetooth-Kopfhörern, die nicht von Apple sind, nicht funktioniert. Fangen wir doch gleich mal an. So, die Bildschirmaufnahme habe ich jetzt erstmal eingeschaltet, damit ihr das ohne Probleme hier neben mir direkt mitverfolgen könnt. Und das allererste ist, wir nehmen unsere normalen AirPods, ist eigentlich völlig egal, was für AirPods ihr habt. Wir nehmen die jetzt einmal raus, stecken sie uns ins Ohr, was man auch normalerweise eben mit AirPods so macht, und gehen direkt mal in die Einstellungen. So. Jetzt sind wir in den Einstellungen und da müssen wir jetzt erstmal runter, bis wir zu Bedienungshilfen kommen. In den Bedienungshilfen gehen wir dann weiter runter, bis wir Audio-Visuell sehen. Darauf geklickt, sehen wir ganz oben Kopfhöreranpassungen. Die ist jetzt bei mir eingeschaltet, weil ich das schon mit den AirPods eingestellt habe. Und davor haben wir, glaube ich, noch einen Hinweis. Genau, hier steht nämlich, du kannst Audio für unterstützte Apple und Beats Kopfhörer anpassen. So, jetzt gehen wir da rein und wir sehen schon, ich habe das Ganze entsprechend schon eingestellt. Also das behält jedes Mal die Einstellungen bei, auch wenn ihr es ausschaltet oder einschaltet. Aber wir konfigurieren das Ganze jetzt erstmal von neu. Zunächst einmal habt ihr hier verschiedene Funktionen. Wir haben einmal Audio abstimmen. Das stimmt praktisch die Verstärkung der verschiedenen Frequenzbereiche ein. Da haben wir einmal den Stimmumfang, das wahrscheinlich die mittleren Frequenzen abdeckt. Dann die Höhen, die höheren Frequenzen abdeckt und so weiter. Und dann gibt es unten eben nochmal leicht, mittel, stark, das Ganze nochmal, um das zu variieren. Und dann ganz unten wird dann praktisch nochmal definiert, ob das auch bei der Telefonie angewendet werden soll oder eben dann nur bei den Medien oder andersrum. Das kann man dann alles nochmal einstellen. Und da dazwischen haben wir Beispiel wiedergeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr das hören wird bei der Bildschirmaufnahme, aber ich drücke einmal drauf. Ja. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr das macht, ihr werdet das sofort merken, dass es da einen wirklich extremen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Optionen und dass es deutlich hörbar ist. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze abläuft, wie man so seinen persönlichen eigenen Stil konfigurieren kann. Dazu geht man auf eigene Audio-Konfiguration und hier steht dann eben auch, wie das Ganze dann entsprechend optimiert wird. Und dann klicken wir auf Weiter. Ja, ich höre dann auch direkt schon jemanden. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man das in der Bildschirmaufnahme hört, aber ich höre jetzt direkt schon jemanden. Du hast angegeben, dass leises Sprechen nicht schwierig zu hören ist. Das heißt, ich kann leises Sprechen wohl entsprechend hören. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das daran liegt, dass ich jetzt in einer sehr, sehr ruhigen Umgebung bin. Aber es hieß ja am Anfang, man soll sich in der ruhigen Umgebung begeben. Und entsprechend denke ich, sollte die Kalibrierung dann auch so gedacht sein. Als nächstes hören wir 2 bis 3 Versionen der gleichen Musik, bei denen weiche Klänge verstärkt werden. Wähle die Version aus, die besser klingt. Jetzt hören wir die gleiche Musik und dann müssen wir uns die verschiedenen Versionen anwählen, die für uns einfach so einen besseren Klang haben. Und dann können wir auch hin und her probieren. Für mich ist die erste Version schon etwas basslastiger. Und die zweite Version hört sich für mich um einiges besser an. So, in dem Vergleich jetzt ist Version 1 die vorherige Version 2. Das hört man direkt, da hat sich nichts geändert. Es ist jetzt so, dass die zweite Version von dem zweiten Vergleich sich noch etwas höher anhört von den Tönen, aber es schon fast für mich schon zu blechern ist, der Sound. Deswegen bleibe ich bei der ersten Version. Und
Hier im dritten Vergleich ist die zweite Version viel zu blechern. Also die ist dann viel zu extrem hoch. So, und hier können wir nochmal den Standard anhören zu der normalen Lautstärke. Ich glaube, da das Ganze im DSP in den Kopfhörern wiedergegeben wird und nicht am Telefon, dass man das in der Audioaufnahme auch, oder beziehungsweise in der Bildschirmaufnahme, falls Audio abgespielt werden sollte, gar nicht hören kann, weil der Unterschied erst in den Kopfhörern praktisch verarbeitet wird. Ja, und wenn wir das hier mit der Standardversion vergleichen, wie wir es bisher hatten mit den Kopfhörern oder auch jetzt mit den normalen Kopfhörern haben würden, was die Standardversion ist, hört sich die eigene Version um einiges besser an, so stark, dass ich tatsächlich Musik auch mit einer leiseren Lautstärke anhören kann und sie viel, viel besser genießen kann. Und jetzt sagen wir natürlich hier eigene Einstellung verwenden. Ja, und dann haben wir das soweit eingestellt und jetzt sind die Kopfhörer praktisch entsprechend kalibriert. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir sehen das Ganze hier. Ich ziehe jetzt die AirPods aus und verbinde die Bose Kopfhörer. Jetzt sieht man oben rechts bestimmt den Kopfhörer, sieht man nicht. Naja, da sieht man den Kopfhörer. Können ja hier vielleicht mal drauf gehen. Da sehen wir Bose QC35 von Moi. So, die sind jetzt verbunden. Und wir sehen hier direkt, Beispielwiedergabe geht nicht, weil es einfach nicht möglich ist. Das heißt, man kann hier trotzdem Sachen einstellen. Die werden dann aber auf die AirPods und die Beats-Kopfhörer, die kompatibel sind, übertragen. Da wir jetzt hier nicht mal einen Beispielsound abspielen können, bedeutet das einfach, dass egal was ihr macht, ihr werdet den Unterschied nicht merken, weil es immer im Stand in der Standardversion das Ganze dann rüberbringt. So, und unterm Strich als Zusammenfassung kann ich auf jeden Fall sagen, falls ihr AirPods oder Beats-Kopfhörer habt, macht das bitte definitiv. Ihr werdet auf jeden Fall einen Unterschied spüren und eine Verbesserung. Wie gesagt, das hängt immer von euch ab, wie ihr dann, welche Version ihr wählt. Und ihr könnt auch mit diesen Einstellungen rumspielen, mit Audio abstimmen, leicht, mittel, stark und so weiter. Ihr könnt nämlich damit auf jeden Fall einiges aus den Kopfhörern rausholen. Ne? Und ja, in diesem Sinne war es das auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Einfach unten kostenlos abonnieren. Alles easy. Ihr könnt auch gerne liken, Kommentar dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Arrivederci. I'm not sure if I'm going to be able to do that.